Ja, hallo, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Erfurterinnen und vielleicht auch ein paar Touristinnen, die vorbeigehen. Ich bin Katja Maurer von der Fraktion Die Linke, ich bin Fraktionsvorsitzende und ich habe mit meiner Fraktion versucht, eine Sondersitzung im Erfurter Stadtrat zu veranlassen, weil wir gesagt haben, es passiert gerade so unfassbar viel in dieser Stadt, die Energiekrise trifft uns alle auf irgendeine Art und Weise. Wir haben die Erfurter Stadtwerke, die betroffen sind, wir haben Familienmitglieder, Freundinnen, die betroffen sind, wir haben ganz viele Gewerbetreibende, die sich bei uns melden, die sagen, ich weiß gar nicht, wie ich über die Runden komme, ich weiß nicht, wie ich mein Restaurant aufrechterhalten kann, wie ich meine Bäckerei aufrechterhalten kann. Und deswegen wollten wir eine Sondersitzung, um genau über diese Dinge zu reden, mit Zeit, besonnen, über die wichtigen vorliegenden Anträge. Dummerweise, traurigerweise vielleicht auch, gab es keine einzige Fraktion, die diesem Antrag zugestimmt hat. Das heißt, einem Antrag, der einzig und alleine eine Sache wollte, eine Sondersitzung, damit wir ins Gespräch kommen können und damit wir nicht wie in diesem Mittwoch neben 50 anderen Tagesordnungspunkten über die Energiekrise sprechen. Warum wollen wir das machen? Jetzt denken Sie wahrscheinlich alle, das ist doch eine Bundesangelegenheit. Was will denn die Frau? Warum will die denn auf Stadtratsebene sich mit diesem Thema befassen? Weil wir genau wissen, dass wir zum einen mit der SWE Holding ein riesengroßes Unternehmen haben oder eine Unternehmensgruppe, wie mit zum Beispiel SWE Energie, bei der wir uns als Stadt fragen, wie gehen wir mit diesem Unternehmen um? Was sollen wir damit machen? Wir wissen, wie andere Stadtwerke, könnte diese Krise dazu führen, dass die Stadtwerke in eine Schieflage geraten. Und was bedeutet das für unsere Stadt? Was bedeutet das, wenn die SWE Holding, die bisher immer ein Garant dafür war, dass wir soziale Projekte verwirklichen konnten oder zum Beispiel die Buga realisieren konnten, was bedeutet das, wenn die SWE in Schieflage gerät? Darüber wollten wir sprechen, darüber wollten wir in einer Sondersitzung in Diskussion kommen. Die SWE unterstützt uns beim Egerpark, die unterstützt uns dabei, unsere Bäder zu sanieren. Und ja, wir haben Sorge, was passiert, wenn die SWE Energie und damit die SWE Holding in die Schieflage gerät. Was ist dann mit diesen Projekten? Was ist zum Beispiel mit den Projekten wie zum Beispiel die Straßenbahnlinie 9? Können wir das alles realisieren? Ist das Personal der Verwaltung an anderer Stelle wichtiger? Was machen wir damit? Das ist das eine, da werden Sie wahrscheinlich jetzt als Bürgerin sagen, was geht mich das an? Ich habe ganz konkrete Probleme zu Hause. Ich weiß nicht, wie ich zum Beispiel meine Energiekosten zahlen soll. Weiß ich einfach nicht. Und auch darüber reden wollten wir reden. Und dazu haben wir einen Antrag vorbereitet. Der Stadt Erfurt geht es finanziell gut. Wir haben 32 Millionen mehr auf dem Konto, als wir ursprünglich gedacht hatten. Man mag es kaum glauben. Und als Fraktion Die Linke haben wir vorgeschlagen, dass wir 10 Millionen davon in einen Härtefonds geben. Darüber möchten wir sprechen. Wir haben auch versucht, das dringlich einzureichen. Wir haben versucht, im Hauptausschuss darüber zu sprechen mit den anderen Fraktionen. Auch da gab es keinen Willen und auch keinen Weg sozusagen auf uns zu, was uns ja ehrlich gesagt überrascht hat, aber wir waren auch schon überrascht darüber, dass es keine Sondersitzung gab. Wir möchten darüber sprechen und wir hoffen, dass die anderen Fraktionen dem zustimmen werden. Was passiert, wenn sie das nicht tun? Wenn wir in dieser Sitzung am Mittwoch nicht zu einer Übereinkunft kommen mit den anderen Fraktionen, dann sind wir in der misslichen Lage, dass wir im Oktober keine Stadtratssitzung haben. Das heißt, dass wir im November das nächste Mal die Möglichkeit haben, darüber zu entscheiden. Und Sie wissen, politische Prozesse sind sehr, sehr langsam. Die Mühlen mahlen sehr, sehr, sehr langsam. Und wir wissen, dass gleichzeitig die Unruhe in der Bevölkerung enorm steigt. Wir wissen, dass es Menschen gibt, die Fragen haben. Wir haben zum Beispiel im Thüringer Landtag, Sie wissen, dass Sie als Bürgerin eine Petition einreichen können. Da stapeln sich die Petitionen der Menschen, die sagen, das kann nicht sein, ich fühle mich von den Energieunternehmen nicht ausreichend informiert. Es gibt sogar eine Petition, die sagt, die SWE Holding, SWE Energie informiert uns nicht ausreichend. Ich will besser Bescheid wissen, woher die Kosten kommen. Ich verstehe das, es gibt die Kriege, es gibt die Krise, aber dennoch möchte ich sozusagen, dass es mir ja, besser aufgelistet wird. Und das sind bisher Petitionen, das sind bisher Stimmungen, das sind bisher Ängste, die wir erleben. Aber wir wissen auch, dass sich so eine Stimmung enorm aufheizen kann. Und wir wissen, dass wir keine Zeit haben, bis in den November zu warten, bis wir darüber ins Gespräch kommen. Meine Fraktion Die Linke hat ganz konkrete Anträge eingereicht. Eines habe ich Ihnen schon genannt. Wir wollen einen Härtefonds, 10 Millionen Euro, um Menschen, die von besonderen sozialen Härten betroffen sind,
unter die Arme zu greifen. Wir wollen anders, und vielleicht wissen Sie das nicht, alle Unternehmen wie SWE Bäder, Energie, auch die Holding, all die Angelegenheiten über Preise, um Gebühren, die Sie am Ende bezahlen, diese Dinge werden nicht im Erfurter Stadtrat entschieden. Sie mögen sich vielleicht darüber ärgern, dass die Preise in der Eger steigen, dass die Preise in Ihrer Bahn steigen, und Sie mögen sich wahrscheinlich denken, die Erfurter Stadträte machen einfach nicht ihre Arbeit, das kann doch einfach nicht wahr sein, dafür haben wir die doch gewählt. Dazu müssen Sie wissen, diese Dinge werden in den Aufsichtsräten entschieden. Und ja, in den Aufsichtsräten sitzen natürlich auch PolitikerInnen, aber die gewählte Masse, die Stadträte, die eigentlich für Sie da sind, also zum Beispiel am Mittwoch in der Stadtratssitzung darüber entscheiden sollten, wie wir mit dieser Krise umgehen, die sitzen nicht in der Summe in diesen Aufsichtsräten. Wir haben deswegen einen Antrag vorgelegt, der sagt, all die Dinge, die in diesen Aufsichtsräten besprochen werden, zum Beispiel die Steigerung der Energiepreise, zum Beispiel wie die SWE Holding jetzt mit dieser Krise umgehen will, das muss im Stadtrat besprochen werden. Und es muss offengelegt werden, wie die politische Situation ist. Das ist nichts, was ein Geschäftsführer mit seinen Mitarbeitenden alleine entscheidet. Zum einen, weil er nicht alleine die Haftung dafür tragen kann, und zum anderen, weil es eine gesellschaftspolitische Frage ist. Wir als Stadtrat, Sie als BürgerInnen müssen die Möglichkeit haben, in der Öffentlichkeit darüber informiert zu werden und auch darüber zu diskutieren. Ich habe Ihnen vorhin schon erzählt, dass zu uns Unternehmen gekommen sind, die gesagt haben, ich weiß nicht, wie ich meine Bäckerei aufrechterhalten kann. Sie haben das möglicherweise in Ihren Straßen schon gesehen und auch hier in der Erfurter Innenstadt. Viele Läden machen zu, haben andere Öffnungszeiten, weil die sagen, ich weiß gar nicht, wie ich über die Runden komme. Andere sagen, ich mache bis März zu, sonst komme ich nicht voran. Vorhin hat mir einer erzählt mit einem Lesecafé, der hat gesagt, ich habe da irgendwie viel Zeit reingesteckt, ich werde den Laden zumachen bis März, weil das hat alles keinen Sinn, wie soll ich irgendwie diese Kosten zahlen. Auch dazu haben wir einen Antrag vorgelegt. Den Unternehmen in der Summe können wir nicht helfen. Das ist sicher Bundes- und Landesaufgabe, und ich habe Ihnen vorhin schon erzählt, dass das Land mit einem Sonderfonds diesem Unternehmen helfen will. Was wir machen möchten, ist, dass wir den Vereinen und Verbänden, die von der Stadt bereits gefördert werden, da haben wir die Daten dazu, da haben wir die Kontakte dazu, dass wir zu denen proaktiv Kontakt aufnehmen und sagen, Leute, wie ist die Lage bei euch? Was habt ihr für Rechnungen bekommen? Was braucht ihr von uns? Was ist die konkrete Sorge? Wir alle Stadträte kennen irgendeinen Verein, irgendeinen Verband, der uns gesagt hat, der Tierschutzverein zum Beispiel, oder egal was, auch Sie sind alle irgendwie Mitglied von irgendeiner Organisation und engagieren sich ehrenamtlich. Die alle erzählen uns einzeln, wie ihr Schicksal aussieht. Wir glauben, dass man das professionalisieren muss. Deswegen fordern wir den Erfurter Oberbürgermeister Bausewein auf, zu diesen Vereinen und Verbänden, die wie gesagt bereits Unterstützung von der Stadt bekommen, Kontakt aufzunehmen, zu ermitteln, was sie denn ganz konkret brauchen und dann einen möglichen Fonds zu erstellen. Ja, hier sagt gerade ein Mann, erzählen Sie nicht so viel, machen Sie einfach. Die demokratischen Wege sind wie folgt. Für die Leute, die neu zuhören. Als Fraktion Die Linke haben wir eine Sondersitzung beantragt. Und deswegen stehen wir heute hier, weil dieser Sondersitzung nicht zugestimmt worden ist. Und es ärgert uns. Wir sind in einer Situation, in der wir sagen, wir müssen dringend darüber reden, wie wir mit unserer SWE Holding umgehen. Wir müssen dringend darüber reden, wie wir in sozialen Härtefällen, wenn Erfurter Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel ihre Energiekosten nicht mehr zahlen können, ihre Heizkosten, wie können wir diesen Menschen helfen? Dazu wollten wir eine Sondersitzung beantragen. Und wir wollten nicht nur reden, so wie das gerade der Herr gesagt hat. Wir haben ganz konkrete Anträge vorgelegt. Wir fordern ganz konkret 10 Millionen Euro in einem Härtefonds. 10 Millionen Euro, damit Menschen leichter Kredite gegeben werden können, damit Menschen ihre Energie- oder Heizkosten leichter bezahlen können, damit sie nicht ihre Wohnung verlieren oder. Wir sind bereit, ins Gespräch zu gehen mit den anderen Fraktionen, die bestmögliche Lösung zu finden. Dummerweise haben wir seit Anbeginn der Energiekrise keine einzige Möglichkeit gefunden, um darüber mit den anderen Fraktionen zu sprechen. Jetzt ist es ja so, dass man natürlich relativ einfach auf die Energiekrise abgehen kann und sagen kann, was können wir denn machen, um den Menschen zum Beispiel einen Teil der Heizkosten oder Energiekosten abzunehmen? Was können wir tun, um der SWE Holding zu helfen? Aber es gibt auch andere Wege. Wir wissen, dass viele Erfurter Bürgerinnen und Bürger bereits in anderen Bereichen ihres Lebens in Schieflage geraten sind.
Ich nehme mal ein Beispiel. Etwas, das uns alle gefreut hat, war, glaube ich, das 9-Euro-Ticket. Ob man jetzt mit der Bahn regelmäßig gefahren ist oder nicht, man hat irgendwie erkannt, es gab irgendwie den Willen und es gab irgendwie die Möglichkeit, etwas umzusetzen, das der Masse der Menschen in dieser Stadt und in ganz Deutschland hilft. Das 9-Euro-Ticket war auch für uns in Erfurt eine richtige, richtige Chance. Wir hatten alle ein bisschen Sorge, sind die Bahnen zu voll, kriegen wir das irgendwie hin, sind die Gäste total unzufrieden, sinken die Zahlen vielleicht auch noch. Es gab ganz viele Vorurteile, ganz, ganz viele Sorgen, die breit diskutiert worden sind. Und dann hat man festgestellt, hey, das funktioniert total gut. Die Leute achten aufeinander, die sind rücksichtsvoll. Die EFAG hat es hingekriegt mit einem höheren Personalaufkommen, mit einer guten Taktung, dieses 9-Euro-Ticket aufzufangen. Und was wir wollten ist, dass wir uns das genau anschauen und uns fragen, was für ein Folgemodell können wir möglicherweise realisieren. Natürlich können wir auf den Bund warten. Das ist ja überhaupt nicht die Frage. Wir können darauf warten, dass der Bund uns ein gutes Angebot macht und wir dann in Zukunft damit fahren. Aber bis zum nächsten Jahr, so glauben wir als Fraktion Die Linke in Erfurt, ist es zu spät. Wir haben deswegen zum Beispiel im Erfurter Haushalt gesagt, dass wir möchten, dass alle, die in Ausbildung sind, alle, die in der Schule sind und 18 Jahre alt sind, trotzdem weiterhin entgeltfrei fahren können. Dazu haben wir einen Antrag geschrieben und dieser Antrag ist sogar durchgekommen im Haushalt. Das mögen Sie sich mal vorstellen. Bis heute warten wir auf die Umsetzung und wir fragen uns, warum. Weil das zum Beispiel etwas gewesen wäre, das ganz konkret die Menschen entlastet hätte. Ja, und ich will Sie gerne dazu einladen, ich möchte nicht die ganze Zeit sprechen, falls Sie das möchten, das Mikrofon zu nutzen, um uns davon zu erzählen, was für Rechnungen bei Ihnen reingeflattert sind, was die Sorgen sind, weil, ich möchte es noch einmal sagen, am Mittwoch haben wir eine Stadtratssitzung hier und wir wollen auch das mitnehmen, was Sie uns mitgeben, was Ihre ganz konkreten Forderungen sind. Seien Sie einfach mutig, kommen Sie gerne hierher. Wir stehen hier am Infostand, wir haben Material für Sie vorbereitet, wir haben für Sie auch alles nochmal ausgedruckt, was wir als Fraktion Die Linke wirklich auf die Beine gestellt haben, welche fundierten Anträge wir haben, um Sie ganz konkret zu unterstützen. Wir möchten wirklich gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen. Wir möchten auch gerne Kritik hören. Wir möchten gerne hören, was wir besser machen können. Wir möchten hören, was in Ihrem Leben passiert, was wir tun können, damit Sie sich in Erfurt wohler fühlen, damit Sie sich sicher sind, dass Sie Ihr Zuhause behalten können, dass Sie sich das leisten können.